Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play OMSI 2 mit mir, den Philipp. Heute möchte ich euch gerne den Solaris Urbino 12 Hybrid vorstellen, den Hybrid-Sound, der gestern bzw. heute von Morphe erschienen ist. Den gibt es momentan nur für die Solo-Variante, später auch für Gelenk, habe ich gehört und gelesen. Und ja, ich möchte euch diesen Bus gerne auf der Karte Neustädt V2 vorstellen, die ich mir schon etwas früher geladen habe, also heruntergeladen habe, die allerdings nicht funktionierte und da fehlte mir nämlich ein Objekt und das habe ich jetzt hingekriegt. Deswegen zeige ich euch diesen Bus auf der Linie 2. Wir stehen hier gerade an der Wolfgang-Brandt-Schule und fahren zum Neustädter Hauptbahnhof, also zum Bahnhof. Fahrzeit ungefähr 20 Minuten. Und ja, dann in diesem Video könnt ihr mal ein bisschen den Hybridbus sehen, ein bisschen den Mod und wie der sich so fährt und so. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich bin sehr positiv überrascht über den Bus. Der Sound gefällt mir natürlich, wie er war, sehr gut. Ist natürlich Morphe-Qualität. Da kann man nichts anderes zu sagen. Der Bus unterscheidet sich von den anderen. Da zwar jetzt in der Realität hat er halt diese Dachaufbauten hier, charakteristisch für einen Hybridbus, allerdings hier nicht. Vielleicht kommt das noch, man weiß es nicht, man munkelt, wer weiß. Nun ja. Übrigens, starten müsst ihr den Bus, das steht alles in der README beschrieben. Wenn ihr euch den Sound herunterlädt, Link gibt es natürlich in der Videobeschreibung. Somit starten wir jetzt mal den Bus. Zunächst müsst ihr einmal E drücken. Dann noch einmal E. Dann startet die komplette Elektrik. Die Taste M braucht ihr nicht mehr für diesen Bus. Die ist komplett außer Kraft gesetzt. Jetzt können wir schon mal die Linie einstellen. Bahnhof Neustädt. Sehr gut. Wetter habe ich sommerlich diesmal. Also nicht in reales Wetter. Und dann, um den Bus zu starten, müsst ihr nochmal E drücken. Und jetzt einmal E gedrückt halten. Hybrid-System startet. Und jetzt könnt ihr die Taste E loslassen, wenn Hybrid-System bereit ist. Das gleiche gilt dann halt, um den auszuschalten. So, hier seht ihr jetzt die Aufladung der Batterie des Hybridantriebs. Da er schon über 3/4 ist, können wir den Bus komplett elektrisch fahren lassen. Dazu drücken wir mal die Taste ZEV. Das wird noch einmal in der README beschrieben. Somit fährt dieser Bus jetzt komplett elektrisch, Hybrid. Somit ist er gleich richtig flüsterleise. Beim Abbremsen wird Energie zurückgewonnen, die dann wieder beim Anfahren zur Verfügung steht. Das wird eigens in einer speziellen Batterie gespeichert. Die wird allerdings nicht extern geladen. Somit laut des Herstellers hat sie eine Lebensdauer von ungefähr 6 Jahren. Wenn nicht sogar noch mehr. Und somit ist der Bus jetzt startklar. Und wir können die Taste Bremse treten, den Gang einlegen und die Feststellbremse lösen. Den typischen Sound des Hybridbusses. Der Bus hat allerdings die Berliner Türsteuerung. Gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Man kann das, vielleicht kommen irgendwann noch weitere Versionen, man weiß es nicht. Ja. Somit etwas zum Hybrid. Gerade eben. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei der Fahrt hier mit dem wunderschönen Hybridbus. Das Bremsen muss man sich natürlich ein bisschen gewöhnen. War richtig herrlich, so schön leise. Also der Bus fährt jetzt komplett elektrisch. Also er lädt sich auch jetzt nicht auf. Nur wenn der irgendwann, kurz vorm Ende, sollte man schon anfangen zu laden. Sonst ist Feierabend. Hallo. Guten Tag. Hallo. Einmal normal, bitte. Dankeschön. So, wir machen noch ein kleines fürs Let's Play hier. Machen wir heute mal so. Ja, perfekt.
Zack. Sehr gut. Wir haben ja auch bei uns in Münster Hybridbusse laufen. Allerdings einen 2 Citaros GDH, einmal mit der Nummer 1245 und 1246. Im Hybridbus sieht man auch natürlich charakteristisch hier an der Tür wahrscheinlich diese Monitore, die dann alles zeigen, wie das funktioniert, was gerade abläuft. Bei der Bogestra gibt es Solaris Urbino 18 mit Hybrid, bin ich auch schon gefahren. Ist natürlich auf jeden Fall eine ganz interessante Technik. Und natürlich sehr umweltfreundlich, verbraucht weniger, produziert weniger Schadstoffe als ein herkömmlicher Dieselbus, ne? Aber ist natürlich auch teuer und ohne Förderung gar nicht zu finanzieren. Also ohne finanzielle Förderung oder sowas, habe ich mir gelesen und erfahren. Deswegen wird Hybrid auch gar nicht mehr produziert, weil es einfach zu teuer ist ohne Fördermittel. Der hält auch super die Geschwindigkeit, der Bus. Also es ist eine eigene Busdatei. Es wird hier nichts überschrieben. Das ist ganz gut. Nächste Haltestelle. Ellerbeck. Man hört, wie er an der Haltestelle leise ankommt. Morgen. Morgen. Immer normal. Einmal normal für den Manfred. Danke. Schon leise. Mein Gott, das scheiß Pedal, ey. Sehr geehrte Fahrgäste, ich begrüße Sie recht herzlich in unserem neuesten Bus, dem Solaris Urbino 12 Hybrid. Dieser Bus ist ein Prototyp für weitere Beschaffung der Neustädter Verkehrsbetriebe. Nächste Haltestelle, Lutherstraße. Um Sie umweltfreundlich und mit weniger Schadstoffausstößen durch die Stadt Neustädt zu fahren. Der Bus befindet sich gerade in der Testphase. Sollte der Test gut ablaufen, werden weitere Busse beschafft. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall eine angenehme Fahrt mit diesem flüsterleisen Bus. Ich mach mal die Hilfspfeile an, weil ich bin die erst einmal gefahren. Ja, als KI fahren hier Hamburger KIs rum. Guten Morgen. Eine Fahrkarte. Ja, die zahlen hier mit D-Mark. Das ist nervig, aber egal. Danke. Bitteschön. Und ich habe jetzt hier nicht die Sicht, die ich sonst immer habe, weil den Innenspiegel brauche ich generell nicht, weil die hintere Tür eh automatisch ist. Von daher. Aber mir macht Spaß, mit dem Hybrid zu fahren. Ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Und auch schön, dass das Morphe hingekriegt hat. Sowas ist echt cool. Gefällt mir. Kann ich nur empfehlen. Nächste Haltestelle. Postamt. Also Höchstgeschwindigkeit ist 80. Ja. Mann, wo haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht, junger Mann? Ja, dann steigt doch aus. Meine Fresse. Da ist die Tür. Raus hier. Tschüss. Scheiß KI, ey. Fährt einfach raus. Ey, ich hätte sowieso nicht mehr bremsen können.
Weil die Bremsen sind bei dem Bus... ja, da steht auch, dass man da früher bremsen sollte, aber... ich meine, wenn jemand vorauskommt, da kannst du nicht mehr bremsen. Einmal normal, bitte. Einmal normal. Jo. Sie sind ja nicht normal, das weiß ich ja. Wissen wir ja alle. Ja, fahr du mir noch rein, ey. Nächste Haltestelle, Rheingartener Straße. Damit, alles klar, Durchfahrt. Automatische Weiterschaltung ist hier auch mit drin. Also bei mir jetzt zumindest. Den Mod für die Weiterschaltung packe ich auch in die Videobeschreibung eben rein. Nächste Haltestelle, Liesenstraße. Durch die Siedlung hier passt richtig gut für den Hybridbus. Die Strecke hier. Hallo. Morgen. 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 Guten Tag. Hallo. Morgen. 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 Wir fahren übrigens hier um 6 Uhr, also Frühschicht. Und solltet ihr natürlich den ZEV-Schalter ausgeschaltet haben, also mit ganz normal, dann seht ihr dann im Display so ein Blitz. Das heißt, er lädt die Batterie gerade auf. Nächste Haltestelle, Geranienweg. Also der Fahrplan auf der Karte ist auch sehr, sind auch sehr gut gemacht, also man hat kaum Verfrühung, kaum Verspätung, also ist sehr schön straff, typisch für eine Stadt, also ist auf jeden Fall eine sehr schöne Karte, die ich auch jedem empfehle herunterzuladen. Ist auf jeden Fall auch eine sehr abwechslungsreiche Gestaltung. Bin hier natürlich schon ein bisschen, schon zwei, dreimal gefahren, da kann ich mir auf jeden Fall schon mal ein sehr gutes Bild über die Karte dann abliefern. Es ist auch sehr performance-schonend, die Karte. Also hast du gar keine Frame-Einbrüche eigentlich. Von daher. Nächste Haltestelle, Andreasenstraße. Ja, ich habe mich vom Unfallort entfernt, hätte ich nicht gedacht. Übrigens habe ich ja im die eine Haltewunschlampe zugeklebt. Da ist extra ein Mod. Brauche ich jetzt hier nicht zwei Displays. Das ist zwei Haltewunschleuchten. Das ist scheiße. Brauche ich nicht. Eine reicht mir.
Mahlzeit. Hallo. Morgen. Morgen. Einmal Kurzstrecke. Einmal die Kurzstrecke. Bitteschön. Danke. Sie haben hier eine Straßenbahn. Ist aber echt geil. Wenn ihr natürlich noch, nächste Haltestelle, Mäklergasse. Weitere Linien aus Neustädt mal sehen möchtet, vielleicht die Überlandlinien nach, zum Flugplatz, schreibt das unter diesem Video, dann zeige ich die, gerne in einem nächsten Video. Allerdings, etwas später, da das nächste Video das Extreme-Video sein wird, auf Bad Kinzau. Ja, was ist das denn jetzt hier? Ist das hier die neue Kreuzungsmodenschau oder was? Ja, ihr lasst mich jetzt hier durch, klar? Alles klar. Ja, sehr freundlich, danke. Ja, weiß ja, KI ist immer unberechenbar in OMSI. Das ist immer... Muss man immer mit jedem rechnen. Also auch gerne wieder mit einem Hybridbus die nächste Linie, wenn euch das sehr gut gefallen hat mit dem Bus. Nächste Haltestelle, Heinrich-Hartz-Park. Ja, eigentlich habe ich gedacht, dass das mit der Hybridtechnik erst bis zum Chicago-Add-on dauert, weil da soll ja ein Hybridbus dabei sein. Aber der Morphy war mal wieder schneller. Ich finde es auch cool, dass er für OMSI wieder was macht. Guten Morgen. Guten Morgen. Einmal die Kurzstrecke. Bitte schön. Zwei. Ja. Dankeschön. Bitte. Einmal normal, bitte. Einmal die normale. Dankeschön. Bitte. Einmal normal, bitte. Einmal normal. Dankeschön. Bitte. Nächste Haltestelle, Neiße Straße, Bekerstraße. Also wer natürlich mehr über die Hybridtechnik gerne wissen möchte und sich da gerne schlau machen möchte, dem sei ein interessanter Wikipedia-Eintrag empfohlen. Dort wird alles über den Hybrid berichtet und nähere Details, wie das alles funktioniert, erläutert. Ja, super, OMSI macht hier wieder Mucken. Das ist natürlich sehr schön. Ich hoffe, es generiert sich wieder. Ja, doch, generiert sich. Sehr gut. Na, ich möchte... Weil damals ist es immer abgestürzt, wenn sowas kam. Aber Gott sei Dank ist das behoben worden.
Morgen. Oh, zweimal Manfred. Oh Gott. Einmal normal. Einmal normal. Einen normalen Fahrschein. Danke. Ja, hat er doch nicht gemeckert. Eine Tageskarte. Ah, Tageskarte. Wir haben so viele kleine Münzen gegeben. Geht das auch in Schein? In Schein haben wir nicht. Nehmen Sie das, was ist. Wir sind doch hier nicht im Wunschhausen. Mann, wir haben diese Sonderwünsche. Schrecklich. Nächste Haltestelle, Christuskirche. Gottesdienst jeden Sonntag um 10 Uhr. Ja, sowas interessiert mich nicht. Wem interessiert es mal so eine Frage? Keinen. Aber nettes Detail. Der hat auch eine automatische Haltestellenbremse. Brauchst du gar nicht den Binökel drücken. Christuskirche. Da gibt es bei uns auch in der an der Christuskirche. Hallo. Morgen. Einmal normal, bitte. Einmal die normale für den unnormalen. Bitteschön, 280, 220, Entschuldigung, ich bin heute etwas verwirrt. Dankeschön. Abfahrt. Platz machen für den Hybridbus. Die Technik von morgen. Nächste Haltestelle, Gemeindeplatz. Umstiegsmöglichkeiten zu den Linien 1, 2, 4 und 5. Die Ansagen kennt ihr ja noch aus Gladbeck. Die passen auch hier natürlich sehr gut dazu. Angenehme Betonung. Ja, hier fahren die komischerweise von links sofort einfach durch, ohne zu warten. Da habe ich meistens einen Unfall. Diesmal hat es ja Gott sei Dank glimpflich ausgegangen, ohne Unfälle und Kratzer. Guten Tag. Guten Tag. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Eine Tageskarte für den Manfred. Danke. Bitteschön. Morgen. Morgen. Willkommen im Hybridbus. Technik von morgen. Danke. Bitte schön, morgen. Einmal normal. Einmal die normale für die unnormale. Danke. Bitte. Morgen, morgen. Schlecht gefrühstückt oder was? Ja, in der Eilis fahren bei mir Solarisse. Passen auch ganz gut hier hin. Da gibt es ja verschiedene Eilisten in der Karte. Da könnt ihr auch viele auswählen, das ist auch sehr schön. Rathaus. Bazin tut er gut. Also das ist Bremsen, da muss man sich ein bisschen gewöhnen. Aber wie sagt man so schön, man gewöhnt sich an vieles. Genauso wie ab und zu die Einführungen, die stören mich gar nicht. Solange das Spiel nicht abstützt, ist alles gut.
Morgen. Morgen. Guten Morgen, mal Kurzstrecke. Einmal Kurzstrecke. Ah, die gute alte D-Mark. Dankeschön. Einmal normal. Bitteschön, danke. Einmal normal. Danke. Ah ja. Ja, wir reichen den Bahnhof Neustädt. Hier endet das Let's Play umweltfreundlich durch Neustädt mit dem Solaris Ubino 12 Hybrid. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen und ich freue mich natürlich über Kommentare, Likes, neue Abos, positive Resonanz über das Video. Und hiermit sage ich bis zum nächsten Let's Play. Das nächste ist das Extreme-Video auf Bad Kinzau. Ja nicht. Können Sie mal ein bisschen Ruhe erfahren? Mit Eisregen, überfrierender Nässe und Schneefall. Also das wird auf jeden Fall sehr extrem und wieder ordentlich was zu lachen geben. Wir fahren natürlich mit einem Ubino 18 Gelenk. Und ja. Man sieht sich im nächsten Video. Ladet euch den Hybridbus herunter. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Und ja, wieder eine weitere Bereicherung für den OMSI. Das war's von dieser Stelle aus. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und natürlich, wer natürlich mich gerne mal besuchen möchte, es gibt es jetzt einen Community Teamspeak. Welcher Teamspeak das ist und wo ihr ihn findet, das findet ihr alles in der Videobeschreibung. Und natürlich den Mod und die Karte. Alles drin. Hiermit sage ich auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Philipp. Tschüss. 218 ist gerade mit Halberstadt eingefahren. Für mich heißt es jetzt umsteigen in diesen Zug. Somit schalten wir jetzt nochmal den Bus ab. Ganz normal. E. Hybridsystem Stopp. Vorsicht. Zündschalter nicht vor der Stellung 2. Sofort in Stellung 0 zurückdrehen. In Stufe 1 erneut warten, um Fahrzeugstörung zu vermeiden. Das heißt einmal so. Kurz. Und jetzt einmal ausschalten. So schaltet ihr den Bus ab. Und ja. Also Leute, tschüss, bis zum nächsten Mal.